den dreckigen Piratenfluch an, der uns alle im Falle seines Todes ereilen würde. Töten war also keine Option mehr. Ihn einfach gehen lassen, jedoch auch nicht. Also sperrten wir ihn ein. Wo ist Akaru jetzt? Ich vermute, er sitzt immer noch in seinem Gefängnis. Er wurde damals jedoch nicht im Bonnershaus untergebracht. Das wäre viel zu riskant gewesen. Unter dem Brunnen im Dorf gibt es einige Räume. Wir warfen ihn dort hinein. Und wenn ihn niemand befreit hat, wird er wohl immer noch dort sein. Der arme Kerl sitzt seit 20 Jahren ohne Tageslicht und ohne Gesellschaft in einem Raum unten im Brunnen? Ja, das tut er. Ich weiß, das ist unmenschlich. Und einer der Gründe, warum ich ausgestiegen bin. Wie komme ich zu Akaru? Einfach in den Brunnen springen wird dich nicht zu ihm bringen, denn du kommst aus dem Becken nicht mehr heraus. Wir übergaben die Schlüssel dem Kommandanten der Stadtwache. Der hat sie wahrscheinlich irgendwo in seinem Wachhaus aufgehängt und vergessen, denn er wusste gar nicht, was da überhaupt für ein Schlüssel ist. Also kommt er auch nicht auf die Idee, ihn zu benutzen. Okay, danke für die Information. Das war alles, was ich wissen wollte. Gut, dann nimm diese Rune. Sie bringt dich direkt zu mir, wenn du noch einmal meine Hilfe benötigst. Da ich meine Hütte fast nicht mehr verlasse, brauche ich sie nicht mehr. Danke, die wird mir eine ewige Rennerei ersparen. Okay, kann man abspeichern. Danach können wir ja das mit Drago machen, mit seinem Hund. Vielleicht. Ich könnte doch das nächste Mal mit Drago jagen gehen und du ruhst dich hier ein wenig aus. Na, das könntest du machen. Du musst allerdings darauf achten, dass du dich mit ihm wirklich nur auf dieser Ebene bewegst. Entfernst du dich nämlich zu weit von meinem Haus, wird er sicherlich einfach zu mir zurückkehren. Schließlich bin ich seine Bezugsperson. Schon klar. Wie mache ich ihm klar, dass er mir folgen soll? Och, das ist sehr einfach. Sag es ihm einfach. Was? Er kann uns verstehen? Nein, natürlich nicht. Aber rede einfach mit ihm, als ob es ein Baby wäre. Das mache ich auch immer. Alles klar. Wie viel Fleisch brauchst du? Nun ja, so ein Dutzend Kollen rohes Fleisch sollten es schon sein. Aber bedenke, dass Drago immer die Hälfte will. Also musst du insgesamt das Doppelte sammeln. Okay, dann schaue ich mal, was ich tun kann. Also was jetzt hoch? Oh, da habe ich aus Versehen auf K gedrückt. Dem Hund Drago jagen gehen. Ich soll ein Dutzend Keulen Fleisch besorgen. Da allerdings der Hund die Hälfte frisst, brauche ich das Doppelte. Ich sollte nun erstmal den Hund holen. Er sollte auf dem Feld sein. Ja, ja, ich weiß. Also wir haben 76 rohes Fleisch, wenn das nicht ausreicht. Okay, gut. Wo ist er denn, der Kleine? Da ist er ja. Ach, was bist du denn für ein Süßer? Na hallo. Hier hast du ein Stück Fleisch. Oh, hier hast du gleich noch eins. Komm, Drago, wir gehen jagen. Jagen, komm, jagen. Ja, du bist ein Guter. Drago, aus, nicht so schnell. Oh, jetzt hab ich aus den Drago gehauen, ich hoffe, der ist nicht sauer. Ich lass mal den Drago das machen, der kriegt es hin. Hier hast du deinen Anteil. Hier hast du deinen Anteil. Hey, das eben. Ey, da ist ein Kraut runter ge... Was soll das? Drago nicht so schnell. Drago ist ein braver Junge. Ja, ja, hier hast du das Fleisch. Brav. Ja, ja, hier hast du das Fleisch.
Rago, geh mal weg da, du sitzt gerade auf dem Scavenger. Da ist nichts zu holen. Rago, geh mal ein Stück zur Seite. Nichts zu holen. Ah. Sag nichts. Sag nichts. Komm, Drago. Es sind noch mehr Kackviecher. 3 Stück. Auf geht's, Kollege. Oh, sorry, Drago. Der Junge hat's drauf. Also der Hund. Ey, nein, lass mich mal. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Warum kann ich denn die... Wir laufen erstmal weiter. Komm, Drago, das sind Kackviecher. Oh, sorry, Drago. Ist das blöd. Hier, nimm und erstick dran. Hier, nimm und erstick dran. Nola so viel essen will. Ich hab den Hund gern. Wirst du eigentlich nie satt? Nichts zu holen. Wirst du eigentlich nie satt? So, noch 2 Keulen Fleisch. Da haben wir eine. Nicht runterfallen, Drago, das wäre nicht so gesund. Kann ein Hund eigentlich platzen? Hm, diese hier wohl nicht. Boah, 11 Keulen Fleisch und hat nicht genug. Ich frage mich, warum wir die anderen Scavenger da oben nicht ausrauben konnten. Also was heißt ausrauben? Ausnehmen, eher gesagt. Dann wären wir jetzt schon fertig. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler oder so irgendwas in der Richtung. Ah, okay, jetzt erledigt. So, das ist aber die letzte Keule. Okay, gut, dann. Egal. Hätten wir das erledigt? Ja, da wären sowieso noch ein paar Scavenger gewesen. So, Drago aus. Komm her. Komm. Ja, oh, braver Junge. Wo ist er denn? Drago? Oh. Er steckt in der Wand fest. Lauf zurück zum Haus, Drago. Braver Junge. Meine Jagd mit Drago war erfolgreich. Hier hast du das versprochene Fleisch. Sehr gut. Ich danke dir, mein Junge. Und wie hat Drago sich gemacht? Er war mir eine echte Hilfe. Hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zu jagen. Ja, so geht's mir auch immer. Ist halt ein guter Hund. Hier hast du für deine Mühen etwas Gold. Fein gemacht, mein Kleiner. Du kannst jetzt wieder spielen gehen. So. Was kannst du mir beibringen? Die Frage ist, was du wissen willst. Boah, das würden wir eigentlich alles brauchen. Bring mir bei, wie ich die Flügel einer Blutfliege entfernen kann. Hast du das Gold dabei? Ja, hier, nimm schon. Gut, die Flügel einer Blutfliege entfernst du am besten mit dem Hieb einer scharfen Klinge sehr nah beim Körper der Fliege. Du musst nur darauf achten, dass du das feine Gewebe der Flügel nicht verletzt. Ansonsten könnte der ganze Flügel aufreißen. Bring mir bei, wie ich den Stachel einer Blutfliege entfernen kann. Hast du das Gold dabei? Ja, hier. Gut, die Fliege hat am Rücken eine weiche Stelle. Wenn du dort mit der Hand gegendrückst, fährt der Stachel sehr weit aus und du kannst ihn mit dem Messer abtrennen.
Zeig mir, wie ich Tieren die Klauen entferne. Hast du das Gold? Ja, hier. Gut. Tiere geben ihre Klauen nicht sehr gerne her. Du musst schon sehr genau den Punkt treffen, an dem du mit deinem Messer ansetzt. Die Haltung deiner Hand sollte etwas verschränkt sein. Mit einem kräftigen Ruck trennst du dann die Klaue ab. Zeig mir, wie ich die Zähne der Bestien entfernen kann. Hast du das Gold dabei? Ja, hier. Gut. Die Zähne entfernst du am einfachsten, wenn du das Zahnfleisch um die Zähne mit einem Messer so anschneidest, dass die Zähne möglichst locker werden. Anschließend kannst du sie mit einem Ruck aus dem Mund brechen. Okay, damit hätten wir das schon mal erledigt, oder? Was kannst du mir beibringen? Tut mir leid, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich habe dir schon alles beigebracht, was ich weiß. Ich weiß, ich wollte nur nachgucken. Okay, jetzt ist die Option auch weg, da wir ja alles wissen. Die Heilpflanze nehmen wir lieber nicht mit. Nicht, wenn er zuguckt, weil das wird dann böse enden. Wir sagen, wir pennen gerade mal bei ihm, das dürfte ja kein Problem sein. Er kann ja auf dem Sessel pennen, wenn er will. Muss er ja nicht. So. Nächster Tag. Wie viele Lernpunkte haben wir noch? 2. Sehr wenig. Die investieren wir dann, glaube ich, in Stärke. Da ist der Troll. Sollen wir es mal versuchen? Nein, wir versuchen es lieber nicht. Okay, ich glaube, wir probieren was anderes. Ach komm, 2 Lernpunkte für Bogen, das bringt ja wohl eher gar nichts. Oder sehr wenig. So, was haben wir denn jetzt noch so an Aufgaben? Wir haben ja ein bisschen was erledigt. Genau, Arena-Kämpfe wollte ich machen. Und danach kümmern wir uns mal... Genau, Kopfgeldjagd, gucken wir auch mal kurz nach. Ein Trollfell für Piero. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, da das Vieh sein Fell nicht einfach so an uns rausrückt, würde ich sagen. Und dann erledigen wir genau das Treffen mit Akaro. Oder wir könnten die Jagd nach dem schwarzen Snapper, obwohl... Wir warten lieber doch noch ein bisschen, weil, wie gesagt, Snapper sind nicht zu unterschätzen. Oh, jetzt haben wir hier neue Gegner, oder was? Toll. Da unten wackelt wieder das Ding ein bisschen mit. Keine Ahnung warum. So, können wir die auch direkt ausnehmen, die Viecher. So, nehmen wir das mal mit und das hier auch mal. Ich speichere hier gerade mal ab und... pausiere mal ganz kurz, ich will es nämlich weg haben, weil 20 Minuten hält das kein Schwein aus. Also, bis gleich. So. Und da sind wir wieder. Wie gesagt, kurz unterbrechen, das Ding da unten in der Ecke ist weg. Und das ruckelt da immer noch ein bisschen, das können wir, glaube ich, nicht verhindern. Es ist ja immer so, es muss ja sein. Ohne geht nicht. Und... okay, hier scheinen echt neue Gegner zu sein. Hallo, hallo. Reagier mal bitte, da sind Keiler. Oh Mann. Das ist echt blöd. Mein Gott, hier fliegen schon Schweine durch die Gegend, also Keiler. Das ist scheiße. Also so zu kämpfen macht keinen Spaß. Wenn es so derbe ruckelt, das ist echt nicht mehr lustig. Okay, dann gehen wir mal da rein. Oh, klasse. Ah, Mann, können wir gut Bogen schießen. Wir treffen nämlich gar nichts. So, und noch einer. Und auch der ist Geschichte so. Es ist schlimm. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und da ist die Stadt. Also ich soll jetzt nicht lieber alles dokumentieren. Ich laufe einfach und bin dann eher leise.
Wäre auch ein bisschen dumm, wenn ich sage, ja, wir laufen jetzt den Weg Richtung Stadt. Jetzt sind wir gleich in der Stadt. Wartet, jetzt sind wir gleich in der Stadt. Gleich sind wir in die Stadt. Man sieht die Tore, da hinten ist ein Haus, da sind ein Haufen Menschen. Wir sind in der Stadt.